Sascha Lobo, Menschen tun im Netz Dinge, die sie irgendwie im richtigen Leben sich nicht trauen. Ist das der Kern des Problems? Ich würde dem komplett widersprechen, und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, dass das Netz ein Teil des richtigen Lebens geworden ist. Gerade mit den sozialen Medien für sehr viele Menschen, für ganze Generationen, die ihr Leben so organisieren. Das kann man kaum mehr trennen, einerseits. Und andererseits ist, glaube ich, genau das nicht das Problem. Wir erleben zwar eine Eskalation, eine Hassspirale, das sieht man, das kann man spüren. Wenn man anfängt zu recherchieren, dann hängt das sehr oft an bestimmten Zirkeln, an rechtsextremen Zirkeln vor allem. Aber ich glaube, dass man auf keinen Fall den Fehler machen darf, zu glauben, wir haben das Problem da im Netz isoliert. Das Problem ist zuallererst in den Köpfen und zu zweiten natürlich auch in den Mechanismen, die sich neu ergeben. Es ist ja nicht so, als sei das alles nur soziale Medien und Internet. Wir haben ja hier auch einen Vertreter einer ganz altmodischen Hassmaschine sitzen, der Bild-Zeitung nämlich. Und die Mechanik lässt sich sehr gut nachvollziehen. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr erlebt, wie die Bild-Zeitung die Entscheidung eines Kindergartens in Leipzig, kein Schweinefleisch mehr anzubieten, groß auf die erste Seite nimmt. Und auch wenn der Artikel selbst, ich fand ihn faktisch falsch, aber wenn der Artikel selbst nicht unbedingt Hetze ist, ist die Reaktion darauf in sozialen Medien erwartbar Hetze. Und das ist wie so ein Trigger, der da reingedrückt wird. Und ich finde, auch darüber muss man sprechen. Das machen wir, Herr Schuler, für Ihre Replik. Wie sehr wir reden über Sprache. Und wir fragen gleich noch mal, ob man, wenn man die Sprache bekämpft, tatsächlich auch die Ursache bekämpft. Wie setzen Sie sich mit solchen Vorwürfen auseinander? Ja, ich finde es einfach erst mal prima, dass wahrscheinlich Pavlov heute seine Experimente mit dem Wort Bild machen würde und es würde Sascha Lobo anfangen zu bellen. Aber das ich bin eher ein Katzenmensch. Das unterscheidet uns. Ich würde auch keine großen Unterscheidungen zwischen linkem Hass, rechten Hass und misogynem Hass machen. Wenn wir so erst anfangen, dann enden wir bei Aufsätzen, wie sie auf dem Portal des Deutschlandfunk standen. Hassen, ja, aber die richtigen. Wenn wir so anfangen, dann setzen wir eine Spirale in Gang, die am Ende jedem irgendwie die Berechtigung gibt, seiner subjektiven Wahrnehmung mit Gewalt Nachdruck zu verleihen. Und das kann nicht das Ziel sein. Fast zwei Leute geklatscht, symptomatisch, wie ich finde. Wenn Sie das schon zitieren, dann würde ich das ein bisschen präziser machen. In diesem Artikel wurde gesagt, hassen die Richtigen und da von konkreten Nazis gesprochen, also Menschen, die andere industriell ermorden wollen. Und ich finde, das Wort Hass, wenn man das gezielt gewürzt einsetzt in Richtung von Nazis, die andere ermorden wollen, dann ist es nicht ganz falsch aufgehoben. So, und dann sind wir noch mal bei der... Widersprechen, aber, Sie lieben Nazis, oder? Ich würde einfach niemanden hassen. Hassen kann nicht irgendwo eine Grundlage für eine Debatte sein. Bei der falschesten Zeitung der Welt, ehrlich gesagt. Ich freue mich, dass die erste Runde gleich komplett an die Bild-Zeitung geht. Aber das war, glaube ich, nicht ganz das Thema. So, wir gehen noch mal ganz kurz zurück zu der Frage, Igor Levit, wenn wir tatsächlich Hate Speech, also Gewalt in der Sprache bekämpfen, bekämpfen wir dann die Ursache oder hat nicht der Hass in der Sprache einen Vorläufer, eine andere Ursache? Na, Sprache ist meiner Meinung nach das, was Klima macht. Mhm. Was anderes macht Klima als Sprache? Ich meine, ich habe keine Sprache, ja, in dem, was ich tue. Ich bin nonverbal unterwegs die ganze Zeit. Ich mache Musik, ich erzeuge Zustände. Ja? Ich kann die nicht erklären. Aber das, was man erklären kann mit Sprache, noch einmal, macht Klima. Mhm. Und hier zu sitzen und zu sagen, na ja, man kann jetzt mal sagen, ich richte dich mal hin, ist ja, oder ich übersehe irgendwen mit Hass und Hetze, ist ja, ja, ist vielleicht nicht so ganz schlimm, weil er tut es ja nicht, ist wirklich kein Argument, weil das ist die Saat, aus der dann diese Taten geschehen. Und das kleiner zu reden, als es ist, halte ich wirklich für gefährlich. Für gefährlich. Und dann fragen wir... Twittern, AfD besteht aus Menschen, die ihr Menschsein verwirkt haben. Auf Nachfrage des Spiegels sagen sie, sie bereuen kein Wort. Nein. Das ist, damit schießen sie sich aus jedem humanen Diskurs heraus. Herr Schuler. Also wenn man das Menschsein von Menschen bestreitet, ja, ist man raus. Ja, Herr Schuler, ich habe als Kind gelernt in meiner Familie und auch sonst, das Wort Mensch ist ein jiddisches Wort. Ein Mensch ist ein guter Mensch. Ein Mensch ist ein Mensch von Ehre. Und jetzt reden wir mal über den konkreten Fall. Da stand ein AfD-Abgeordneter, ich glaube aus Bremen oder so aus dieser Ecke, sprach in der ARD
frontal in die Kamera und sagte, also hier ist gerade Anarchie in meinem Landkreis oder in meinem Wahlkreis, wurde gerade ein Mädchen von einem afghanischen Geflüchteten vergewaltigt. So, der setzt da die Axt an, ja, das war 2015, das war eh schon eine echt gefährdete Stimmung. Und dann bedurfte es einer Nachfrage der Journalistin, wo ist das passiert und wer war das? Und dieses Kartenhaus fiel in sich zusammen und der Typ konnte nur noch stottern und sagen, ja, ja, jetzt haben Sie mich erwischt. Entschuldigen Sie bitte, auf Basis dessen, dass ein Mensch von Ehre ist, hat dieser Mensch für mich diese Ehre verwirkt. Und dazu stehe ich, dazu habe ich nichts zurückzunehmen. Das ist gefährlich. Gut, wenn Artikel 1 des Grundgesetzes für Sie nicht gilt, dann nehme ich das mal so zur Kenntnis. Aber genau genommen müsste man aufstehen und rausgehen. Hindert Sie niemand, also ich jedenfalls nicht. Tja, also so weit gehen wir nicht, weil wir versuchen ja Ursachen zu finden in dieser Sendung. Frau Bär, ist das Internet Ihrer Meinung nach in der Lage, das Meinungsklima zu verschlechtern? Oder macht das Internet erst möglich, dass jetzt zur Sprache kommt, was eigentlich immer schon da war? Also verschärft das Internet dieses Meinungsklima oder wird damit nur offenbar, was eigentlich in der Gesellschaft schon brodelte? Also es potenziert sich natürlich auch noch mal, das muss man ganz klar sagen. Als ich früher ins Gymnasium gekommen bin, habe ich von meinen Eltern gelernt, pass auf, wenn ihr euch so Zettelchen schreibt, die können irgendwann dann mal am schwarzen Brett hängen, passt auf, also passt auf, dass das auch nicht jeder sieht und benehmt euch und Anstand und so weiter. Also genau das, was Sie angesprochen haben, was bekommt man vom Elternhaus mit, was gehört sich nicht. Also ich glaube, wir könnten uns ganz, ganz viele Gesetze einfach sparen, wenn der gesunde Menschenverstand, wenn Empathie da wäre. Ich habe mich auf der einen Seite gefreut, dass wir gestern durchs Kabinett bekommen haben, einen Gesetzentwurf zu einer Verschärfung, dass es nicht mehr erlaubt ist, Frauen unter den Rock zu fotografieren, dass es nicht mehr erlaubt ist, Frauen in den Ausschnitt zu fotografieren, dass es strafrechtlich relevant werden wird, dass man, wenn man an einem Unfall vorbeifährt, keine Toten, keine Verletzten filmt und ins Netz stellt. Auf der einen Seite ist es schön, dass hier Lücken geschlossen werden. Auf der anderen Seite frage ich mich, warum braucht man solche Gesetze überhaupt? Warum filmt man Tote? Warum muss man erst jemandem erklären, was sich einfach nicht gehört? So, und deswegen merke ich schon, dass sich da was verändert hat und dass dieses Potenzieren, was ich angesprochen habe, ich habe ja auch mich wahnsinnig echauffiert, weil ich dabei war, als Peter Altmaier seinen Sturz hatte beim Digitalgipfel, habe da auch mitgeholfen bei der ersten Hilfe. Und wenn man danach die Reaktionen im Netz sieht, dass da keine Empathie da ist, von einigen ja, aber von so vielen, die dann so schlimme Sachen, und ich werde nichts Schlimmes, weder was mir, sondern noch was jemand anderem geschickt wurde, wiederholen, weil das ist es gar nicht wert, diese schlimmen Worte zu wiederholen. Aber wenn man da merkt, dass da keine Empathie ist, jemand verletzt sich und dann wird sich auch noch drüber lustig gemacht in einer Art und Weise, die so ehrabschneidend ist, die so beleidigend ist, dass man wirklich fragen muss, wie verroht sind eigentlich manche Menschen? Und dann eben das, was Sie fragen, 1000 Herzchen, 1000 Likes für den schlimmsten aller schlimmsten Kommentare, die da abgesondert sind. Und da stellt sich schon die Frage, ist es möglich, auch bestimmte Kommentarfunktionen entweder zu monitoren? Ist es auch möglich, dass es auch gerade bei Plattformen, die sich an Jugendliche richten, da gibt es eine ganz furchtbare, würde ich meinen Kindern nie erlauben, Telonym. Da kann man sich anonym den schlimmsten Dreck schicken, wirklich. Das ist nur gehässig, nur unter der Gürtellinie, nur bedrohend und das zielt auf 12- und 13-jährige Kinder ab. Und die sind teilweise schon so abgestumpft, weil die so gewohnt sind, dass mit ihnen gesprochen wird, dass sie davon Screenshots machen, in ihre Insta-Story stellen. Anders hätte ich es auch gar nicht mitgekriegt. Und ich dann den Eltern sage, lass die gar nicht auf diese Plattformen drauf, weil das Herz geht kaputt, die Seele wird aufgefressen. Und deswegen muss man auch neben allen Gesetzen, wir können jeden Tag neue Gesetze machen, wirklich früher anfangen mit Erziehung, wieder mit Liebe, mit Empathie und einfach auch sagen im Elternhaus, das gehört sich einfach nicht. Da geht es um Anstand. Cem Özdemir, Renate Künast hat vor Gericht geklagt um übelste Beleidigungen, die sie erlitten hat. Wir haben es in dem Einspieler gezeigt, verfolgen zu können. Und ein Gericht in Berlin fand das wohl nicht so schlimm. Muss man sich alles gefallen lassen jenseits von Morddrohungen? Nein, wir leben in einer großartigen Demokratie mit einer, Gott sei Dank, sehr starken Meinungsfreiheit. Aber die endet da, wo das Leben von jemand bedroht wird, die Würde in Frage gestellt wird. Es endet übrigens im Besonderen da, wo jemand die Verbrechen des Nationalsozialismus, das habe ich von meinen großartigen Lehrern in der Realschule in Bad Urach gelernt, relativiert, die Shoah in Frage stellt, da endet die Meinungsfreiheit. Und da muss es eine glasklare Haltung geben, da kann es keine zwei Meinungen geben. Wenn ich darf, würde ich zu der Debatte von vorhin kurz was sagen, weil ich es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden habe.
Es gibt ein schönes Zitat von Martin Luther King. Der hat mal sinngemäß gesagt, ich habe in meinem Leben zu viel Hass gesehen, als dass ich selber hassen könnte. Insofern will ich mich daran ehrlich gesagt nicht beteiligen. Es ist auch, glaube ich, wichtig, dass wir uns unseren Methoden, in der Art, wie wir reden, in der Art, wie wir kommunizieren, von denen unterscheiden, die uns bekämpfen wollen und diese großartige Gesellschaften, die großartige Demokratien, in der wir leben, bekämpfen wollen. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass wir auch in den Methoden, die rechtfertigen das ja nicht, uns unterscheiden. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Professor Gadamer, der immer gesagt hat, die Voraussetzung fürs Gespräch ist ja, dass der andere Recht haben könnte. Ich meine, wenn wir jetzt alle nur noch rumlaufen und sagen, ich habe Recht und alle anderen sind Idioten und ich brülle jeden kaputt, dann können wir das Gespräch, die Kommunikation in der Gesellschaft einlassen. Wir reden. Es geht einfach nur mal ganz Es geht um ganz banale Basics. Man lässt einander ausreden, man hört zu, man hat Respekt füreinander, man akzeptiert unterschiedliche Meinungen, solange sie auf dem Boden unserer Verfassung sind. Das ist klar, da gibt es eine klare Grenze. Man brüllt jemanden nicht an, man bedroht jemanden nicht. Und ich weiß gar nicht, ich meine, ich habe jetzt auch keine andere Erziehung genossen, hoffentlich wie die meisten anderen auch. Aber sowas lernt man in einer normalen Familie. Und ich finde, man muss das wieder einfordern. Und da, wo es nicht reicht, das einzufordern, da erwarte ich dann bitte schön auch, dass Polizei, Staatsanwaltschaft und wir in der Politik unseren Job machen. Dass wir klar deutlich machen, es gibt nicht einen rechtsfreien Raum in den sozialen Medien im Netz. Und da gelten dieselben Gesetze dieser Republik. Reden wir und die müssen exekutiert werden. Noch, weil wir noch über die strafrechtlich relevanten Fälle reden, um dann zum Meinungsklima in Deutschland zu kommen. Ich freue mich, Ulf Burmeier bei uns begrüßen zu können. Er ist Richter und Straf- und Verfassungsrechtler und befasst sich mit dem Hass im Netz. Und Sie können uns, Herr Burmeier, helfen dabei, warum es selbst für Richter, wie im Falle von Renate Künast, so schwer war oder so schwer ist, diese Grenze des Sagbaren, Unsagbaren zu ziehen. Warum? Ja, in der Tat. In dem Fall Renate Künast, zu dem ich im Detail lieber nichts sagen möchte, ist es um die Frage gegangen, was die Meinungsäußerungsfreiheit zulässt und was nicht. Und das ist in der Tat eine ganz besonders schwierige Rechtsanwendungsfrage. Und zwar deswegen, weil das Strafrecht hier nur vergleichsweise weite Spielräume lässt. Und die müssen dann ausgelegt werden, vor allem indem man auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts schaut. Und die ist eben sehr umfangreich und teilweise auch sehr komplex. Und das stellt auch Richterinnen und Richter vor Herausforderungen. Und warum gehe ich straffrei aus, wenn ich Menschen schlimmste Gewalt an den Hals wünsche? Wenn ich sage, der müsste man mal oder die müsste jetzt mal. Warum ist das straffrei? Ja, da legen Sie in der Tat einen Finger in die Wunde, denn die Billigung fiktiver Straftaten ist in der Tat bislang nicht strafbar. Da müsste man drüber nachdenken, ob das tatsächlich eine Lücke im Strafgesetz ist. Das könnte man natürlich nachsteuern, müsste dabei aber auch wiederum die Meinungsäußerungsfreiheit natürlich beachten. Aber ich denke, wenn es um fiktive Straftaten geht, das hat Cem Özdemir ja gerade schon angedeutet, da ist die Grenze auf jeden Fall überschritten. Da ist sie überschritten. Ist die Anonymität im Netz aus Ihrer Sicht der Hauptgrund dafür, warum Menschen irgendwie alles fahren lassen? Nein, das würde ich so nicht sehen. Natürlich gibt es einzelne Menschen, die sich unter dem Schutz der Anonymität hinreißen lassen, brutalste Dinge ins Netz zu stellen. Aber das eigentliche Problem, denke ich, ist die Ausstattung der Ermittlungsbehörden, aber auch die Schwerpunktsetzung. Wir alle wissen, Polizei und Staatsanwaltschaften sind extrem herausgefordert. Und sie haben vielleicht auch in den letzten Jahren nicht immer den Akzent wirklich gelegt auf Beleidigungen. Kann man auch nachvollziehen. Die Beleidigung ist im Gefüge unseres Strafrechts einfach keine besonders schwere Straftat, auch wenn sie natürlich im Einzelfall besonders schwere Auswirkungen haben kann. Der Strafrechtler, der Strafanwender schaut auf den Strafrahmen und der ist bei der Beleidigung einfach nicht so hoch wie natürlich zum Beispiel bei einem Totschlag. Bei einem Ladendiebstahl oder bei einem... Zum Beispiel, auch ein Ladendiebstahl wäre im Zweifel schwerer zu bestrafen. Und wenn Politiker dann also sagen, das Internet dürfe kein rechtsfreier Raum sein, dann ist das eigentlich ein frommer Wunsch? Nein, das ist kein frommer Wunsch. Das ist ganz im Gegenteil eine Frage der politischen Gestaltung. Insbesondere die Länder müssen Polizei und Staatsanwaltschaften so ausstatten, dass sie tatsächlich auch ihren Aufgaben nachkommen können. Und natürlich müssen sie mit den begrenzten Kapazitäten dann vielleicht auch einen Schwerpunkt setzen, gerade bei der Strafverfolgung im Internet. Sie haben das Beispiel Ladendiebstähle gebracht. Ich finde, man kann mit Recht fragen, was denn eigentlich sozial schädlicher ist. Ja, jemand, der als Hassprediger im Netz auftritt, zum Hass zum Beispiel gegen Jüdinnen und Juden aufruft, oder jemand, der mal einen Pfund Kaffee mitnimmt. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich will jetzt auf gar keinen Fall Straftaten billigen. Nur wenn Sie einen Pfund Kaffee mitnehmen, können Sie sicher sein, dass Sie verfolgt werden. Und im Internet ist das nicht der Fall. Da ist aus meiner Sicht was verrutscht. Da ist was verrutscht. Wenn in Zukunft
wenn in Zukunft, Sie haben es im Grunde schon angesprochen, alles gemeldet werden soll, was justiziabel ist, durch welche Richter und Staatsanwälte ist das irgendwie dann zu sanktionieren? Also ich sehe das sehr skeptisch, denn wir haben ja bislang die Situation, dass selbst die gemeldeten, die angezeigten Taten noch nicht effizient verfolgt werden können. Ich sehe nicht, dass die Strafverfolgung vorangebracht würde dadurch, dass jetzt, wie Sie es angedeutet haben, Zehntausende weiterer Fälle quasi en bloc gemeldet werden an die Strafverfolgungsbehörden. Im Internet spricht man bei Massenzugriffen auf einen Server von einer Denial-of-Service-Attacke. Ja, zu viele greifen auf einen Server zu, der Server kracht zusammen. Und genau das ist es, wovor ich mich gerade sorge. Also wenn man keine wirkliche Offensive startet bei Polizei und Justiz, um diese Anzeigen dann auch wirklich abarbeiten zu können, dann wird die Strafverfolgung sich sicherlich nicht verbessern. Herr Buhmeier, toll, dass wir Sie heute bei uns haben. Und damit sind wir wieder in der Runde.